Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir heute auf ein Video reagieren von Kreativ Tobi, wie man Acrylfugen richtig zieht. Ich wundere, es heilt hier ein bisschen, denn wir sind hier auf Baustelle von mir. Aber ich muss auf das Video einfach reagieren, denn wenn ich ein Video veröffentliche, sollte es am besten keine Fehler enthalten. Und damit ihr keine Fehler macht und bestmöglich auf das Acrylziehen vorbereitet seid, gucken wir uns das Video an, reagieren darauf und dann gebe ich euch meine Tipps, wie es perfekt geht. Also fangen wir mal an. Heute zeige ich euch, wie man Acrylfugen richtig zieht zwischen Trockenbaudecke und Mauerwerk. Viel Spaß beim Video. Ja Mann, ich richte die Trockenbude zur Traumwohnung her. Zum Ausspritzen der Acrylfugen verwende ich von Otto das Otto Seal A205. Ist ein Premium-Acryl-Dichtstoff. Und warum müssen wir eigentlich Acrylfugen ziehen zwischen Trockenbaudecke und Mauerwerk? Na ganz einfach, das sind zwei unterschiedliche Materialien und die arbeiten natürlich. Und dass uns keine Risse bzw. wie eine schöne Fuge in den Anschlüssen bekommen, spritzen wir es mit Acryl aus. Wir haben uns. Okay, also er nimmt erstmal ein Premium-Acryl, erstmal Otto-Seal. Als allererstes, ihr könnt jedes Acryl verwenden. Ich meine, manche sind weicher, manche sind fester, manche Acryls, nennt man das Acryl? Acrylle? Auf jeden Fall gibt es ganz verschiedene. Ihr könnt auch mit einem etwas dünneren oder etwas preiswertigeren Acryl gute Ecken ziehen. Ihr müsst nicht unbedingt das verwenden. Zwischen den Bauteilen, Trockenbau, Mauerwerk ist schon mal richtig. Man könnte zwar auch einen Leichtfüller in den Ecken ziehen, aber ein Leichtfüller ist nicht elastisch. Heißt, der würde dann vielleicht auch mal reißen, wenn die Bauteile zu sehr miteinander arbeiten. Acryldichtstoff jetzt in weiß. Es gibt aber auch verschiedene Farben, die findest du in der Otto-App. Und falls du nicht weißt, wie viel Acryl du brauchst für deine Baustelle, gibt es einen Verbrauchrechner auf der Otto-Webseite. Dank seiner flexiblen Eigenschaften ist das Premium-Acryl auch für größere Fugenbewegungen geeignet. Er ist überstreichbar und vergilbt oder vergraut auch nicht. Das Otto-Seal A205 ist die perfekte Wahl für Anschlussfugen im Innenausbau, an Decken und Wänden. Ach und übrigens, das Otto-Seal A205 gibt es seit diesem Jahr in der nachhaltigen Rezyklat-Kartusche. Leicht zu erkennen, denn die Kartuschen sind grau, wie bei uns auch. Die neuen grauen Kartuschen erhalten mindestens 40% recyceltes Altplastik. Ist doch super, oder? So, jetzt habt ihr genug über den Dichtstoff gekriegt. Also die Eigenschaften hat er gut vom technischen Merkblatt abgelesen. Gelernt. Jetzt gehen wir an die Fuge und ich zeige euch, wie es funktioniert. Bevor wir anfangen, gebe ich euch den ultimativen Lifehack von mir für Acrylfugen ziehen. Und zwar, schaut jetzt dumm aus, aber ich klebe immer mein Bein ab. Dafür verwende ich einfach die Klebebänder von Clip Tape. Und jetzt, wenn ich die Acrylfuge ziehe und den Finger abziehe, kann ich das ganz einfach in der Hose abwischen, ohne dass ich mir die Hose versaue. Jetzt erkläre ich es. Und ich check's einfach nicht. Also ein Malermeister klebt sich die Hose ab, um Acryl darauf abzuschmieren, was zu viel ist am Finger. Freunde, also macht das bitte nicht. Also macht das nicht. Wenn ihr zu viel am Finger habt, dann schmiert es in die nächste Fuge oder ein Stückchen weiter, wo ihr dann wieder was ziehen wollt, in die Fuge rein. Oder ihr könnt es auch an Folie oder an abgeklebten Fenstern oder sonstiges abschmieren. Aber bitte nicht an die Hose und macht euch auch nicht Klebestreifen an die Hose. Sag mal, wie sieht denn das aus? Also als Malermeister habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Mal kurz, wir haben hier die Trockenbaudecke. Und hier das Mauerwerk. So. Wir wollen jetzt hier die Acrylfuge ziehen. Wir wollen natürlich, dass auf beiden Seiten gut abgezogen ist, sodass wir keine Ränder haben. Und es muss natürlich auch eine gute Haftung haben an Trockenbaudecke und an dem Mauerwerk. So. Die Spitze vom Acryl, die habe ich mir schräg abgeschnitten, sodass man die Fuge optimal ziehen kann. So, und jetzt 45 Grad Winkel, also ein bisschen schräg abschneiden vorne ist richtig, ja. Es ist wichtig, dass wir gleichmäßig das Acryl ziehen. Nicht einmal dicker, einmal dünner. Auch richtig. Dann haben wir am Ende so einen Barz am Finger und das wollen wir nicht. Sondern auch schön fein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das muss man einfach ins Gefühl kriegen. Jetzt her, da ist zum Beispiel jetzt ein Dreck von der Decke drin, den können wir mal da raus machen. So, jetzt ziehen wir es ab. Dafür einen Finger verwenden. Ich habe es früher immer mit Handschuh gemacht, aber da habe ich immer richtig Anschiss bekommen von meinem Opa. Der hat mich auch Maler gelernt. Deswegen immer ohne Handschuhe abziehen. Und jetzt mit wenig Druck einmal entlang ziehen. Macht das schon mal richtig. Warum? Ohne Handschuh. Mit Handschuh habe ich damals auch mal gemacht.
Kann man mal anziehen, aber das Acryl daran trocknet auch irgendwann und manche Handschuhe haben auch irgendwelchen Grip, also haben so eine Grip-Oberfläche und dadurch hast du dann Riefen im Acryl, heißt es ist dann nicht mehr glatt. Ne? Und deswegen am besten ohne Handschuh immer abziehen. Da wo noch was fehlt, einfach nochmal drüber ziehen oder gegebenenfalls dann nochmal nachspritzen. Manche ziehen Acryl aber auch mit Pinsel und Wasser, ziehen die das dann ab bzw. verwaschen das. Bitte nicht machen, eher erstmal einen Wassereimer, da habt einen Pinsel und wenn ihr jetzt mal zu viel Acryl aufgetragen habt, könnt ihr das mit dem Finger wunderbar abziehen, aber mit dem Pinsel und mit Wasser verwascht ihr das nur, heißt ihr habt dann eine ungleichmäßige Fuge und keine einheitliche. Gut ist, wir haben hier mit Trennfix von Knauf gearbeitet. So haben wir schön ans Mauerwerk ranspachteln können und habe jetzt auch nicht so eine breite Fuge, die wir ausblitzen müssen. Deswegen geht das ganz gut. Und außerdem ist die Kartuschenpresse, die ich da vor Ort bekommen habe, auch richtig geil, weil wenn man da einmal drückt und es hält, dann kommt immer gleichmäßig der Dichtstoff raus. Und ihr kennt ja diese günstigen orangen Spritzen. Da musst du immer wieder nachdrücken. Und bei der drückst du einmal, sodass du eine passende Menge hast, hältst es dann und dann kommt dauerhaft dieselbe Menge in der Kühl raus. Geil, ne? Da hat er auch recht, es gibt einmal preisgünstigere und es gibt einmal preisintensive Acrylspritzen. Wenn ihr wirklich mehr sag ich mal, Acryl zieht, beziehungsweise auch gewerblich und im Beruf, würde eine preisintensivere Acrylspritze wesentlich mehr Sinn machen, denn die sind schon ein bisschen besser, handhabiger als so eine billigeren, sage ich einfach mal. Mit denen geht es auch, aber mit einer sehr guten Acrylspritze kann man auch etwas bessere Ergebnisse erzielen. Meine zum Beispiel ist von der Marke Prilux und die hat auch ein Ventil innen dran, wo man die Acrylspritze entlasten kann, damit da auch nichts von dem Acryl dann nachläuft. Was es nicht alles gibt mittlerweile. Die ist natürlich auch geeignet für Klebstoffe, Silikon, alles Mögliche. Und jetzt halt hier kommt das zum Einsatz. Ich kann da meinen Finger abputzen, kann da auch die. Gottes Willen, das sieht so schrecklich aus, Klebern an der Hose, ey. Bitte mach das nicht. Kartusche. Gott! Kartuschenspitze quasi reinigen, sodass wir immer wieder eine optimale Fuge ziehen können. What a lifehack. Kartuschenspritze reinigen vorne, also die Dings vorne, die Spitze. Einfach, wenn ihr euren Finger sauber machen wollt, einfach vorne um die Spitze einmal ringsherum. Und gut ist. Wichtig ist vor allem auch, dass das Ganze staubfrei ist. Deswegen haben wir die Wand und die Trockenbaudecke davor grundiert. Das Ganze wurde schon einmal gestrichen, hier die Wand. Und hier ist die Gelgrundierung von Genova drauf. Das bindet den Staub und so kann man dann auch optimal Fugen ziehen. Falls ihr staubige Wände habt und dann die Acrylfugen ziehen wollt, dann wässert das Ganze einmal mit einem Pinsel vor, um den Staub ein bisschen zu binden. Und dann könnt ihr die Acrylfugen auch ziehen. Und genau. Okay, also er hat schon mal recht. Wenn man jetzt, sag ich mal, einen Raum hat, den man sowieso in einer Farbe macht, kann man den gesamten Raum einmal grundieren in den gewünschten Farbton oder Weiß, dann Acryl ziehen und dann den Deckanstrich drauf machen. Habt ihr aber irgendwelche Mauerwerke oder Wände und so, ihr wisst noch nicht, was ihr macht und ihr möchtet erstmal einfach nur Acryl ziehen, dann am besten nicht, wie er sagt, mit Wasser die Ecken schon mal vorpinseln und dann Acryl ziehen, ist Quatsch. Wenn ihr wisst, ihr macht eure Räume, dann könnt ihr die schon mal wie immer, immer erstmal Tiefengrund spritzen oder Tiefengrund draufstreichen oder draufbürsten, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr auch Acryl ziehen. Ihr braucht nicht mit Wasser, denn ihr müsst in die Ecke sowieso dann wieder grundieren und alles. Da könnt ihr auch gleich grundieren, spart euch das Wasser und dann könnt ihr Acryl ziehen. Ihr könnt es natürlich auch zwischen Mauerwerk und Mauerwerk machen oder zwischen Trockenbau und Trockenbau. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben beim Fenster ausspritzen. Und zwar mache ich immer so, erst einmal die Wand streichen, dann ausspritzen und dann nochmal streichen. Also, dass ihr nicht direkt beim ersten Mal streichen gleich ausspritzt, weil wenn das Acryl dann quasi erhärtet und ihr dann nach dem zweiten Mal das Klebeband abzieht. Hat er recht, bei Fenstern und Türen und sonstiges in die Leibungen, ihr könnt die grundieren. Und bevor ihr den Deckanstrich macht, Acryl ziehen und dann den Deckanstrich und dann könnt ihr es abziehen. Denn wenn ihr es vorher macht, dann sieht es ausgefranst aus, weil das Acryl erhärtet ist.
wollt, dann reißt, also dann franzt die Fuge aus, weil das Acrylat schon trocken ist und auf dem Klebeband quasi haftet. Deswegen erst streichen, dann ausspritzen, dann nochmal streichen. Die Frage, die sich einige stellen, ist sicher auch, nach dem Acrylisieren direkt streichen oder erstmal ein bisschen stehen lassen, sodass die Fuge erhärten kann und dann streichen. Da streiten sich die Geister. Aus Erfahrung heraus kann ich euch sagen, dass jetzt bei nicht so hochwertigen Acrylen, wenn man direkt drüber streicht, auf jeden Fall die Fuge Risse bekommt. Sieht dann natürlich nicht so schön aus. Wir haben jetzt hier natürlich ein Premium-Acryl. Ich überstreiche das jetzt in dem Fall direkt. Könnt ihr euch ja dann selber überzeugen. Schaut einfach die nächste Folge an und dann seht ihr, ob es gerissen ist oder nicht. Da sieht man nämlich das Endergebnis. Und genau, also im Endeffekt muss man das einfach selber wissen, wie man es machen will. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe beides schon gemacht. Funktioniert auch beides, wenn man hochwertiges Acryl hat. Deswegen sei ihm froh im Hals. Größter. Also egal, ob ihr ein Premium-Acryl nehmt oder ein Preis- oder ein günstiges Acryl, die Farbe wird immer reißen, wenn ihr darauf frisch drauf streicht. Es ist scheißegal, was es für ein Acryl ist. Ein Acryl ist ein Dichtstoff und wenn ihr darauf streicht, bekommt die Farbe beim Trocknen Spannung und dann reißt die Farbe. Ihr werdet es gleich hören, aber er sagt, dass das Acryl reißt. Das stimmt nicht oder er hat schon gesagt, weiß ich gar nicht. Acryl reißt nicht. Acryl ist ein Dichtstoff. Ja? Das Einzige, was reißt, ist die Farbe da oben drauf. Ich blende euch auch jetzt nochmal das Merkblatt ein von dem Otto Sil 205. Und zwar steht auch in dem Merkblatt drin, dass wenn man eine handelsübliche Farbe nimmt, es zu Rissbildungen kommen kann. Also wenn ihr frisch auf ein Acryl streicht, reißt die Farbe so oder so. Wenn ihr es einmal erhärten lässt, reißt es leider trotzdem eure Farbe, aber nicht so stark. Also die Farbe wird so oder so reißen. Das Einzige, was ihr versuchen könnt, ist, wenn die Farbe gestrichen ist, nochmal nachzupinseln die Ecken, in der Hoffnung, es wird dann ein wenig länger halten und ihr werdet keine Risse erstmal sehen. Und was ich auch noch erwähnen möchte ist, je Millimeter ihr das Acryl von der Dicke her aufgetragen habt, umso länger muss es stehen. Heißt, wenn ich es 1 mm dick bzw. tief aufgetragen habe, heißt es ein Tag. 2 mm 2 Tage aushärten lassen, 3 mm 3 so ungefähr. Also bitte nicht aufs nasse Acryl einen Deckanstrich machen, sondern grundiert euer Raum oder eure Wand, zieht Acryl und dann bitte am nächsten Tag, denn da hat das Acryl wenigstens noch ein bisschen Zeit auszuhärten, am besten wären immer 24 Stunden wenigstens und dann bitte erst streichen. Ich weiß, die Farbe wird zwar reißen, aber erstmal nicht so extrem und ihr könnt es ja dann nochmal nachstreichen und habt ihr erstmal ein bisschen Ruhe. Das ist auf jeden Fall viel besser als das, was der Kreativ-Tobi erzählt. Ihr wisst Bescheid. Bei der Kartoffel gibt es übrigens auch hier hinten so einen Knopf. Da drückt man drauf, nimmt die Spannung raus, dann läuft es da vorne nicht mehr nach. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, ich habe ein Ventil an meiner Acrylspritze. Ja, Knopf, Schalter, Hebel, je nachdem. Entschuldigung. Otto hat natürlich auch mitgedacht. Wir haben gleich noch Reinigungstücher. Weil nach einer Zeit schaut der Finger so aus und dann kann man einfach keine schönen Fugen mehr ziehen. Gibt natürlich. Manchmal sehe ich auch, dass vorne an der Acrylspritze das Acryl abgeschmiert wird. Bitte sowas nicht machen, ey, wirklich, das sieht aus, euer armes Werkzeug, ey. Bitte behandelt euer Werkzeug immer stets wie euer besten Freund. Auch noch ein Tool, den Fugenfuchs. Ich mache das immer gerne mit dem Finger. Ihr seht, da geht es auch super ab wieder. Von meinem Abziehfinger hänge ich mir gleich daher. Für den Notfall. Wenn ihr da mit der Fuge noch zufrieden seid, dann könnt ihr gerne auch noch mal was auftragen, so wie ich jetzt. Einfach noch mal abziehen. Die Tube hat jetzt gereicht. Ich habe jetzt mit einer dreiviertelten Tube die komplette Trockenbaudecke und Anschlussfugen machen können. Ich zeige euch jetzt noch, wie man eine neue Tube anschneidet. Bevor eine neue Tube anschneidet, ich muss euch auch sagen, wenn ihr Acryl zieht, bitte nicht, man hört neuerdings immer mal, auf Null abziehen. Warum machen das viele? Damit die das Klebeband dran lassen können, weil es dann am nächsten Tag, wenn man den Deckanstrich macht, nicht ausfranst angeblich, weil man es auf Null abgezogen hat. Ich habe es probiert, es hat auch geklappt, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Das Risiko ist einfach zu hoch, dass es dann trotzdem ausfranst, wenn man Klebeband von Fenstern und Türen entfernt. Deswegen bitte nicht auf Null abziehen,
lieber anständig, gleichmäßig das Acryl draufziehen und nicht mit zu viel Druck das Acryl verteilen anständig. Und dann bleibt nicht so viel am Finger, es entstehen keine Ränder rechts und links, das wäre wie wenn man mit nur, ich kann es kaum aussprechen, als wenn man das Acryl komplett auf Null abzieht und auch nicht zu viel auftragen, denn dann entstehen auch rechts und links Kanten vom Acryl und das ist einfach scheiße. Hier haben wir die neue Tube. Im Prinzip, wenn man jetzt halt von einer alten auf eine neue Tube wechselt, kann man oben die Spitze übernehmen, indem man die einfach abschraubt. Da ist jetzt noch was drin ein bisschen, das mache ich dann wieder rückgängig. Aber nur um es euch mal zu zeigen. Wo ist mein Messer? Schneide ich das oben ab, verziere das Gewinde noch, da kann ich dann halt die Spitze draufschrauben. Schraube mir die Spitze drauf und das mache ich jetzt aus dem Grund mit der alten, weil da noch Acryl drin ist und das können wir ja noch verwenden. Mache ich die Spitze sauber. So, habe jetzt eine saubere Spitze und kann die einspannen und direkt weiterspritzen, ohne dass ich jetzt nochmal Material vorpumpen muss. Ja, das war's im Prinzip schon. Wir sind fertig, wir haben die Trockenbaudecke ausgespritzt. Jetzt geht's weiter mit dem Streichen der Trockenbaudecke. Das ist die nächste Zwischenfolge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich helfe euch da gerne weiter. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder beim Wohnungsprojekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alles klar, Freunde. Also, das Video ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt euch alles so ein bisschen erklärt, was so in dem Video ein bisschen falsch rübergekommen ist, vielleicht auch ein bisschen falsch erklärt wurde. Im Grunde zieht man Acryl, sagen wir mal, 2-3 Mal und dann beherrscht man das schon einigermaßen. Manche beherrschen es auch nie. Natürlich zählt, wie auf jeder Baustelle, je besser vorbereitet wird, desto besser wird das Endergebnis. Heißt, erstmal Tiefengrund spritzen oder Grundierung spritzen oder einen Farbanstrich, so dass das Acryl hält und nicht auf dem Staub gezogen wird. Dann ist es wichtig, das Acryl gleichmäßig zu ziehen und nicht auf Null abzuziehen, sondern mit ein wenig Druck nur, dass man das Acryl anständig und gleichmäßig verteilt. Und dann, wie wir jetzt bereits gelernt haben, ist Acryl wenigstens einen Tag bzw. 24 Stunden aushärten lassen. Steht auch bei den meisten im technischen Merkblatt bzw. auf der Tube drauf und nicht wie er hier gleich noch drauf bzw. drüber streichen. Ja, ansonsten das war's mit dem Video. Das war jetzt die Reaktion auf das Video von Kreativ Tobi. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ihr wisst es jetzt besser bzw. könnt es auch mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr mir noch nicht folgt, aber mehr sehen möchtet, dann folgt mir gerne, klickt auf den Abonnier-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Liked es gerne, ihr müsst es aber nicht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde!